Guten Morgen, Leute! Was geht ab? Heute ist der große Tag. Dortmund-Bayern. So, jetzt erstmal wach werden und ja, wir sehen uns später. Heute ist Samstag, der 7.10. Hallo! So, ganz wichtig, erstmal ein bisschen Fischstäbchen mit Pommes. Komm, Backofen vorgeheizt. Boah, ist das heiß. So, zack, rein damit. Das ist die erste Mahlzeit, Freunde, für heute. Packen wir mal rein hier. Jawohl! Beste. Ja, ich bin heute beim Spiel Dortmund gegen Bayern am Start, zusammen mit meinem Vater, den werde ich gleich abholen, Freunde. Und ich freue mich auch nochmal draus, wird ein geiles, geiles Spiel hoffentlich werden. Ich dachte, ich nehme mich mal einfach so auch ein bisschen mit den Tag, so was ich allgemein mache und alles. Ich bin auf jeden Fall heute eingeladen worden von TFC, da zeige ich euch gleich auch die Loge, die haben mich auch beim letzten Mal schon eingeladen, als ich gegen Schalke da war. Großes Dankeschön geht da auf jeden Fall raus, vor allem auch, da ich meinen Vater mitnehmen darf. Könnt ihr gerne mal abchecken, die Jungs. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns gleich irgendwann. Eieieiei, so muss das doch aussehen, Freunde. So ein bisschen Ketchup drauf und gut ist. Da wird sich gegönnt. Wir haben heute richtig geiles Wetter draußen und ich freue mich unnormal auf das Spiel. Ich habe natürlich eure letzten Kommentare bei dem Sevilla-Blog durchgelesen und haben viele geschrieben, dass die Szenen so ein bisschen verwackelt sind und warum ich nicht so viel Gameplay zeige vom Spiel und so. Da wollte ich nochmal kurz was gesagt haben und zwar, ich werde mir jetzt demnächst das neue iPhone holen und dann wird die Kameraqualität, denke ich, deutlich besser werden, damit wir das auch verbessern können, weil ich will mich auch, was die Vlogs angeht und so, natürlich verbessern, aber euer Feedback war schon mal super gewesen beim Sevilla-Blog und ich darf halt leider auch nur 90 Sekunden von dem Spiel zeigen. Also sobald das Spiel angepfiffen wird und abgepfiffen wird, in dieser Zeit 90 Sekunden. Fans und so alles kann ich ohne Probleme filmen, aber so wenn die Leute spielen, die Spieler, dann darf ich da leider nur 90 Sekunden zeigen. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ich da jetzt nicht irgendwie 5, 6 Minuten Sachen reinschneiden kann oder sonst irgendwas, ne, damit ihr Bescheid wisst, Freunde. Ja, ich habe jetzt heute noch folgenden Plan. Ich muss jetzt gleich Last of Us aufnehmen. Ich gehe tanken, ich gehe noch schön duschen und so, rasiere mich und alles. Kurzer Einblick in mein Zimmer, Leute. Das muss echt mal wieder aufgeräumt werden. So, hier ist alles am Liegen und hier werde ich jetzt aufnehmen. Kamera, alles am Start und gleich geht es rein in Last of Us. Kommt auf meinem Zweitkanal, könnt ihr auch mal gerne abchecken und ich würde sagen, ja, danke auch nochmal für das Feedback. Hier sehe ich gerade die ganzen letzten Videos, die letzten Tage online gekommen sind, hier wirklich grandioses Feedback. Ja, und jetzt geht's rein in Last of Us. So, Digga, was sind das für schwarze Striche hier? Also, was ist das? So, Ernesto Valverde, schön rasiert, geduscht, frisch gemacht und jetzt geht's ab ins Stadion, Leute. Mal gucken. So, Outfit steht. Junge, Aufzug lässt mich nicht raus. So, ich hole jetzt meinen Vater ab. Ich werde ihn heute auch mal ein bisschen im Vlog zeigen. Seid lieb zu ihm. Ich werde ihn jetzt abholen. Und dann geht's los mit der Reise. Heute mal ein bisschen Mantel ausgepackt, ne? So, mal gucken. Ich hoffe, es wird nicht so viel Stau sein. Ihr habt ja letztes Mal gesehen, meinen Vlog, wo ich Dortmund-Schalke war, was da los war, ne? Wirklich, wir haben 2 Stunden gebraucht. Deswegen heute mal auch lieber ein bisschen früher losfahren als zu spät. Ey, Digga, ich hab meinen Autoschlüssel zu Hause vergessen. Das kann doch nicht. Jetzt muss ich wieder hoch, korrekt. Das schicke Ding muss bald auch weg, Leute. Ich habe ihn noch ein bisschen behalten können, sehr korrekt, aber ja, bald ist er auch weg. Bald ist das schöne Auto auch weg. War eine schöne Zeit, mein Lieber. Er hat immer gut Leistung abgerufen. Er war immer da für einen. Und ja, jetzt geht's los. Sorry, wenn die Kamera ab und zu unscharf ist. Wie gesagt, schon bald das neue iPhone, dann wird das nicht mehr passieren. Guck mal, wie unscharf! Stell doch mal scharf! Hallo! Endlich. So. Boah, guckt euch mal das Wetter an. Klarer Himmel, kein Regen, Sonne. Ich hoffe, das Spiel wird heute auch so werden, dass wir ein schönes, regenfreies Spiel haben, ein geiles Spiel sehen werden. Und ja, das ist das Wichtigste, dass wir einfach Spaß haben werden heute. Am Blue, da bin ich, da bin ich. Es läuft doch dieser Song im Radio, super. Ey, die sagt im Radio Freakin, aber bei Spotify sagt die F-U-C-K-I-N, ihr wisst schon das Wort. Ja, ja, immer diese abgeänderten Radioversionen, die hört sich manchmal so scheiße an. Leverkusen, Bochum, Frankfurt hier 1:0 für Bochum und um 6:30 ist dann noch Anpfiff zum Spiel Dortmund gegen Bayern München. So, wir sind angekommen hier, haben einen eigenen Parkplatz. Richtig voll hier, Alter, Full House, Full House. Mein Vater parkt gerade ein, ist mit dem Wagen gefahren. Wir haben einfach hier einen Parkplatz neben dem Watzke. Richtig nice. Ja, und jetzt geht's gleich rüber ins Stadion. Ja, da macht er super, macht er super. Vorsicht, Vorsicht. Und mit keine Kratzer rein hier. So, wir gehen jetzt zum Stadion. Viel los, wie letztes Mal auch, aber nicht so schlimm wie gegen Schalke. Da war die ganze Brücke gesperrt hier. Da kannst du auch mal hier drauf aufs Video. Was tippst du denn, wie das Spiel ausgeht? Unentschieden. 2:2. War auch mein Tipp. Jetzt hat er meinen Tipp weggenommen. Echt jetzt? Ja, ich wollte auch 2:2 sagen. Ich glaube, es wird unentschieden. Dortmund ist gut drauf, Bayern auch. Dortmund aber zu Hause. Ich glaube, das wird ein Unentschieden. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Sieg natürlich noch besser. Oh ja, schönes Wetter haben wir dabei. Hier ist alles schon voll. Leute sind alle am Start. Aber wir sind diesmal gut durchgekommen, das ist der Wichtigste. Das ist voll hier. Dortmund muss auch am Start.
Da hatte ich Spieler hergebracht. So. Boah, ist das ein geiles Wetter. Okay, jetzt geht's rein, Leute. Wir sehen uns drin. So, wir sind angekommen in der Loge von TFC. Kuss geht raus, nochmal großes Dankeschön. Wir haben ja letztes Mal auf Schalke geguckt. Plätze sind Bombe, wir sind diesmal pünktlich da. Und die Übeltäter sind auch da. Auf Undercover, hä? Was ist das denn, Schwein? Nein! Jawohl. Ja, Dullen am Start hier, Musti, Stein und Milo. Sieht man sich mal endlich wieder hier. Unerwartet. Freut mich. So, wir haben erstmal schön Essen mit reingehauen. Und dann gehen wir uns das Spiel. Eieieiei. Hier, schön Steak für Ernesto Valverde. Super. So, nehmt euch das erste Mal mit raus, Leute. Guckt es euch an. Digga, hab ich vermisst. Hey, hey, wen haben wir denn hier? Den Sevilla, Junge, ne? Das geht auch. Auch am Start hier. Die Spieler wärmen sich auf. Wahnsinn, die gelbe Wind ist wieder da, Freunde. Das wird heute so ein geiles Game werden. Das Stadion füllt sich langsam. Heftig, heftig, heftig. Wir sitzen direkt hier oben. Da sind die Bayern-Leute, die mitgekommen sind. Alle ruhig. Ja, Leute, wisst ihr, wie laut das ist? Das kommt nicht so rüber hier auf Kamera. Ne? Ich sag's euch, ne? Aber es ist wieder unfassbar. Unfassbar. Die Loge ist auf jeden Fall sehr nice, einfach eine Couch hier. Mein Vater gönnt sich gerade auch, der hat sich glaube ich den dritten Teller schon gegönnt. Ja. Und wir haben noch 15 Minuten Zeit, bis es losgeht. Jungs, einmal Ergebnis Tipp, Ali. 3-0 Dortmund. Steino, was sagst du? Ich kann keine Bayern spielen, geht nicht. Sag! Geht nicht! Sag du! 5-0 Bayern. Was? Wusste ich wirklich? Was sagst du, wie geht das Spiel aus? 3-1 Bayern. So? Ich sag 3-0 Bayern. 2-0 Dortmund. Bayern, ja, schwierig, schwierig. Viele Leute sagen, Bayern gewinnt. Schauen wir mal. Sinan, liebe Grüße. Hulk Hogan ist auch da, Leute. WWE-Legende. Gänsehaut, Leute. Let's go! Ah, guckt euch mal den Himmel an. Was geht da ab? Wow! Wow! Was ist das? Ist ja nichts passiert. Die ersten 15 Minuten. Tot. Erste Halbzeit ist rum, 1-0 Bayern. Schwierig, schwierig, schwierig. Ali ist auch schon am Verzweifeln neben mir. Egal, zweite Halbzeit. So Leute, erstmal in der Halbzeit. Erstmal in der Halbzeit einen schönen Döner hier, ey. Döner-Tasche. Döner-Box. Ich bin so sauer. Ja. So Leute, die Waffeln ist so geil, mit Puderzucker. Schieß, Junge! Ja! Oh,
drin. Ich hab's nicht mehr drauf gehabt, das ging zu schnell. 2-0. Musti, sei leise! Komm, Modest, Modest, ja! Ich habe so ein Glück gehabt, ne? Wir haben ja das Auto hier in der Tiefgarage geparkt und die Tiefgarage macht 2 Stunden nach Abpfiff zu. Wir haben jetzt 5 Minuten vor den 2 Stunden. Ich wusste das nicht. Ich bin einfach rübergesprintet vom Stadion, einfach halben Marathon gelaufen. Ich bin so aus der Puste, aber ich habe es noch geschafft. Jetzt
Jetzt geht's nach Hause, Digga. Was für ein Abend. So Leute, ich bin jetzt noch spontan zu Simon gefahren, jetzt zu Gamer, weil er macht ja einen 48-Stunden-Stream mit den Teasies. Die Jungs sind auch am Start hier. Tobi und die Legende, Ahrensburg Alex. Wahnsinn. Wir sehen hier gerade das Setup, sehr geil hier. Big Brother Style. Jetzt gehen wir runter zu den Jungs. Klar, wir sind jetzt hier in der Höhle des Löwen hier bei Simon am Start. Mach ich. Ey, Jungs. Ja, ich komm später. Die Mau ist auch am Start hier. Ich mache euch ein frisches Köpfchen. Frisches Köpfchen, dann öffnen wir noch ein paar Packs hier, Leute. Und das ist auch das Ende vom Vlog hier. Wir verabschieden uns. Er ist auch am Start. Es wird noch ein bisschen. Lasst ein Like da. Like und Abo da lassen, Leute. Schreibt alles in die Kommentare, was euer Herz begehrt. Komm, bloß die abschließenden Worte, sag was. Wir gehen schlafen und lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo bei Ernesto Valverde da. Ihr seid die Allergeilsten.